So, Freunde, weiter geht's. Alter, da wurde ich schon direkt entdeckt, oder was? Also mal sehen. Ich schau mich hier um. Wo ist sie? Vielleicht gehen wir mal in die andere Zeit wieder. Mit unserem Chronowandler, den wir im letzten Part erworben haben. Cooles Gerät auf jeden Fall. Oh, und es sieht auch schon gar nicht mehr so abgefuckt aus. Sonst, wenn ich in die Zeit gereist bin, habe ich immer irgendwie kompletten Abfuck erlebt. Aber das sieht ja ganz gut aus. So, Haus zu verkaufen. Haus Caruso, zuvor bekannt als Stiltons Anwesen, steht derzeit zum Verkauf. Für weitere Informationen und Besichtigungsanfragen wenden Sie sich an den Hausverwalter Jamie Carrera. Kaufangebote bitte direkt an Baron Caruso, der ansässig in Calle Museo Siria Gärten. Punkt. Gut, super, danke für die Information. Ich möchte aber leider dein Haus nicht kaufen. Alter. Was ist das? Ratten! Ratten! Ich krieg euch! Rattenplage hier, Alter. Haben wir eigentlich vielleicht eine Rune oder so am Start? Irgendwas in die Richtung? Gar nichts! Nichts können wir hier irgendwie einsammeln. Apropos Rune. Ja, wer den letzten Part verpasst haben sollte, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt keine Mana mehr am Start. Wir haben keine Kräfte mehr am Start vor allem. Wurden uns irgendwie entzogen, Mann. Und deswegen haben wir jetzt hier auch so einen komischen Chronowandler, nennt sich das Ding. Da kann ich dann so in Raum und Zeit wandeln. Und hier können wir auch dann den Wandler öffnen. Da sehen wir dann, was in der Vergangenheit passiert ist, so, ne? Durch die Scherben da, oder was das sein soll. Richtig geil gemacht, Mann. Richtig, richtig cool gemacht. Guck mal. In der Vergangenheit ist hier gerade eine Wache runtergelaufen. In der Gegenwart niemand. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Coole Sache, Mann. Ich muss ab und zu immer wieder switchen zwischen den Welten. So, verriegeltes Arbeitszimmer. Zutritt verboten. Das Arbeitszimmer hat geschlossen zu bleiben. Kein Aufräumen, kein Lüften, keine Fragen. Vergessen Sie einfach, dass der Raum je existiert hat. Außerdem, kein Getratsche oder es wird ohne Lohn entlassen. Ich will nicht, dass die ganze Nachbarschaft nach den Geistern im alten Stilton-Anwesen fragt. Ich hatte so bereits genug Unglück damit, Baron Caruso. Gut. Ah, okay, in der Vergangenheit reise ich gleich hin, muss ich einen Code eingeben. Muss... Alter! Was fährt denn hier gerade für ein Auto vorbei? Übelste Soundmaschine. Okay, ein Code. Ich schau mal kurz in meine Dokumente, in meine wichtigen Dokumente. Ah, ja. 476. So, wenn ich jetzt in die Zeit gehe, habe ich dann direkt hier Gegner im Nacken sitzen. Sieht nicht so aus. Ich versuch's mal ganz schnell. Nein! Ah! Fuck! Wow! Das ging schnell. Das ging ja extrem schnell, Freunde. Das habe ich mir jetzt aber nicht so vorgestellt. Wohohoho. Dann folgt mir doch, dann folgt mir doch. Fuck. Habe ich mich jetzt erschreckt, Mann. Wieso waren die so schnell da? Gut, da musste ich halt alle ausschalten. Friss. Friss mein Schwert. Wow, aua. Dein Bein. In dein Bein. So. Next one, please. Oh, Alarm wird geschlagen. Alter, wollt ihr mich verkacken? Jetzt kommen aber wirklich alle. Hör doch auf, den Alarm zu drücken, du Affenarsch, Alter. Fuck. Krasser Scheiß, jetzt muss ich aber wirklich gerade ums Überleben kämpfen hier. Fuck, ich habe bald keine Tränke mehr, was geht ab? Wow, lass mich mal kurz sammeln hier, Alter. Wow. Was habe ich noch zur Auswahl? Granaten, Narkomine. Kommt her, ihr Spastis. Dann kommt mal her, ihr Spastis. Was habe ich hier noch? Blendet Gegner, lässt Gegner fliehen. Verreck, du Drecksack. Au, ein Schlüssel. Ein Generalschlüssel auch noch. Okay, wow.
Der Krieg ist vorbei. Alter, jetzt habe ich aber wirklich komplett... Alter, kopflos, beinlos. Nur noch ein halbes Hähnchen irgendwie. Hey Kumpel, wie geht's dir? Geil. Und weg damit! Wuhu! Party! Stark, ey. Richtig stark. Ich habe einen Generalschlüssel, warum funktioniert der dann hier nicht? Was soll das denn? Da haben wir eine Rune am Start, 60 Meter entfernt. Die nehme ich mir direkt mit, insofern sie nicht allzu schwer zu ergattern ist. Ultra strange Soundkulisse am Start. Oh oh. Das sieht viel verstärkt. Nach was? Wow. Weg ist er. Geil, okay. Ich hoffe, es hat sich jetzt gelohnt, dass ich jetzt hier rein bin. Ich bin wegen einer Rune ursprünglich rein. Und die ist hier drin. Blockiert. Ach, nö, Mann. Gegner drin. Fuck. Okay, da brauche ich auf jeden Fall meinen Chronowandler. Das Ding ist... Komm, wir machen einfach mal. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet hier. Scheiß drauf. Okay, sieht gut aus. Ah, Hallöchen. Okay. Aber das Ding ist, wenn ich mich jetzt dann zurückporte in die andere Welt, dann habe ich mit den Jungs zu kämpfen, ne? Das ist auch klar. Aber gut, scheiß drauf. Was stand da gerade? Zerstörbare Tür verschlossen. Zerstörbare Tür. Zerstörbare Tür offen. Schaue ich mal in meinen Chronowandler. Lohnt sich das hier? Ja, komm, machen wir mal. Ja, ja, Hallöchen. Saugeil gemacht, echt, mit dem Zeitenreisen. Das kommt richtig cool. Da könnte man knallhart schon ein eigenes Spiel dadurch machen. Davon machen. Ohne Witz. Richtig cool gemacht eigentlich. So, ja, nach wie vor bin ich hier. Okay, gehen wir da rein. So, kann ich hier noch was mitnehmen, bevor ich in die nächste Zeit wieder reise? Kann ich hier was mitnehmen? Ich denke nicht. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Gut, jetzt schaue ich mal durch meine Gläser hier, wo der Feind steht. Hier steht einer. Hier steht einer. Waren das alle? Ich glaube, das sind wirklich alle. Gut, dann gehe ich mal hinter denen. Und geh zurück in die Zeit und kill dich. So. Freunde, hä? Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich jetzt plötzlich hier auftauche. Ein Kabelwerkzeug. Und Beutel. So, ich bin hier aber eigentlich wegen einer Rune hergekommen. Da ist sie. Geil. Her damit. So, ich glaube, jetzt können wir weitermachen, Freunde. Können wir wieder in das... Oder was heißt wieder? Jetzt können wir endlich in das Arbeitszimmer. Wobei, jetzt habe ich hier... Wo war das denn? Das wird mir jetzt gerade gar nicht mehr angezeigt. Was geht hier ab? Warte mal. Ich rufe um Hilfe, wenn sie nicht gehen. Kommst du heute Abend? Ja, ich gehe doch jetzt. Entspann dich mal. Ah, da hinten war es, okay. Gut. Zu seinem Arbeitszimmer. Der Kollege ist schon tot. Gott sei Dank. So, was war der PIN? 476, glaube ich. 476, yes. 4 7. Komm schon. Und die Zusatzzahl ist die 6. 3, 4, 5, 6.
Warum ist es da so verschwommen? Warum ist es da so verschwommen? Was ist das? Was geht hier vor sich? Was ist das denn? Was ist das? Die Vergangenheit fließt in die Gegenwart. Okay. Oder andersherum? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir fangen an. Meine Scherben. Ich hätte ihn nicht weiter beschäftigen sollen, nur weil er und mein Vater befreundet waren. Was wir jetzt versuchen, ist einzigartig. Es geht über mein Verständnis hinaus, sicher auch über ihres. Wenn jemand Zweifel hat, sollte er sie jetzt über Bord werfen. Das lässt sich rational nicht erklären. Es ist der zerfranste Rand, wo Naturphilosophie zu etwas anderem wird. Ja, General Abele. Wir riskieren den Wahnsinn. Für Sie alle ist Delilah die rechtmäßige Kaiserin. Sie schulden es ihr. Delilah ist stärker als zuvor. Der Herzog und ich haben ihre Stimme zu uns flüstern gehört. Und jetzt müssen sie ihre Positionen einnehmen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Freunde. Ich kann ja durch meinen Chronowandler kann ich gar nichts sehen. Er zeigt mir nichts an. Jetzt ist die Seance da unten. Konzentrieren Sie sich auf das Nichts hinter der Welt. Sie spüren Ihre Macht, oder? Bei den Sternen. Das ist aufregender als jede Orgie, die ich erlebt habe. Wer, was beschwören die da jetzt denn, Alter? Aus der Kälte, aus der Ewigkeit. Diese Delilah, hä? Interessant, das scheint funktioniert zu haben. Und jetzt verschmelzt sie mit der... mit diesem Ding da? In Sicherheit, in diesem Ding. Luca, das musst du wegsperren. Rückkehr in den Staubbezirk. Rihanna, Luca, ich werde euch nie verlassen. Halt, sie sind versteckt, aber ich weiß, wer sie sind, wann sie sein werden. Sie haben meine Rückkehr beobachtet. Eines Tages werde ich sie holen. Krasser Shit, Mann. Krasser Shit. Das Nichts jenseits der Welt ist seltsam. Ich werde nie verstehen, was ich gesehen habe. Wow. Okay. Hauen wir mal ab hier. Hauen wir mal bitte ab hier. Wo ist denn hier der fucking Ausgang? Rückkehr in den Staubbezirk 127 Meter. Lass mal von hier verpissen, Mann. Okay, da vorne geht's raus. Okay, krass. Ja, die alte ist... Wow. Ich bin in der Stimmung. Was? Komm sofort. Ich bin auch nicht in der Stimmung. Lass mich in Ruhe, ich hab gar keinen Bock gerade. Weg! In der anderen Zeit, hä? Damit habt ihr nicht gerechnet, Freunde. Wie gut. Da könnt ihr nichts machen, hä? Da bin ich einfach zack durch Raum und Zeit geswitcht. Da könnt ihr nichts machen, Freunde. It is what it is. Gut. Krasser Scheiß, Mann. Krasser Scheiß. So, ja. So, hau mal ab hier. Gehen wir zu Anton zurück. Was geht jetzt? Oh oh. Wow. Oh, Jesus Christ. Oh, danke, Bruder. Sieh dich nur um. Eine zerfallene Insel an den Rändern des Nichts. Aber diese ist besonders. Hier wurde mir die Kehle durchgeschnitten. Vor 4000 Jahren. Hier endete mein Leben. Und hier begann es von neuem. Hier haben sie mich gemacht. Dieser Teil des
das Nichts wirkt älter. Bis zum Ende dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kehle und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus und ich wurde ein Gott. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen. Die Kraft hier anzuzapfen. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Okay, Delilahs Ritual. Oha, fuck. Ich dachte, man springt da jetzt so rein, so voll. Voll so. Oh Mann. Das muss man Delilah lassen. Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus, verbarg es in einem Ding aus Knochen und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach. Aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Somit hat er auch wohl gerade verraten, wie man ihn töten könnte. Das sind hier im Übrigen alle, die ich bis jetzt gekillt habe. Das ist wahrscheinlich der Geist von der Delilah. Bäh, Alter, was ist das denn? Ein Wesen aus Flügeln oder Lungenflügeln? Keine Ahnung. So, den Herrn hier muss ich auch noch killen, denke ich. Das ist dieser Luca Abele, glaube ich. Die Slut habe ich gekillt, das war die Brianna. Das war der Kirin. Und das war der komische Meuchelmörder. Naja. Wenn du jetzt noch den Arm hier so nach die Richtung ausstreckst, so fast 45 Grad Winkel, dann kannst du fast so einen Dub-Move machen, ey. Das wäre ultra witzig, wenn die einfach so in so einem Dubbing-Move stehen würde. Zack. Göttlich. Gut, machen wir weiter. Die Welt bietet mehr Mysterien, als ich dachte. Okay. Gut, da sind wir wieder. Jetzt treffe ich mich mit Sokolov am Beiboot nach einem seltsamen Tag. Übertrieben seltsamer Tag auf jeden Fall. Ja, sie hat es schon angesprochen, wir gehen zurück zum Sokolov. Hatte ich hier eigentlich noch irgendwas zum Einsammeln, Freunde? Glaube nicht mehr, ne? Ich habe eigentlich alles mitgenommen. Verpissen wir uns mal aus diesem ekelhaften Staubbezirk, Mann. Das war ganz, ganz uncool hier. Wo bin ich denn da damals reingekommen? Oh, ich habe meine Macht auch wieder zurück. Scheint so, als hätte ich meine Macht zurück. Das finde ich schon mal cool. Nein, fuck. Mann, das war... Wie bin ich denn hier reingekommen? War das hier? Ich glaube nicht, dass das hier war. Oh, liebe Leute. Wie war das denn? Bin ich von oben irgendwie? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin von da oben. Zack. Habe ich dann wieder irgendwelche Geräusche gehört, Mann. Ich habe es langsam satt, hier irgendwelche Geräusche zu hören, ey. Okay, es zeigt mir den Weg schon noch ein bisschen an. Feindseliges Gebiet. Ah, hier ist aber schon alles gekillt, ne? Ja. Wobei normalerweise hier noch ein paar so rumstehen. Immer wenn ich zurückgehe, standen da noch ein paar rum. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Kann mir gerade recht sein, so. Passt. So kann es bleiben. Alter, bin ich hier wirklich hergekommen? Was ist das denn für ein Weg hier, sag mal? Anscheinend aber der richtige. Mann, bin ich froh, dich wieder zu sehen, Mann. Servus, was geht ab? Lebst noch? Können wir los? Ja, ja. Hatte. Och, deine Kehle macht ganz trocken. Alter, weißt du, was ich hier gerade erlebt habe, Mann? Unglaublich. Ja, ich habe Vizeaufseher Byrne besucht.
Und ich war in Stiltons Haus. Wir können gehen. So. Ein Riss in der Fassade abgeschlossen. Kapitel 7 schon, Alter. Ach ne, Mission 7. Oder? Keine Ahnung. Runen 2 von 3, ja, eine habe ich liegen lassen. Knochenartefakte haben mich überhaupt nicht interessiert. Und der Rest, ja. Ich verstehe nicht, wo man so viele Münzen finden kann, sag mal. Also wenn ich wirklich so viele Münzen mal finden sollte, da brauche ich ja dann 8 Stunden für ein Part, Mann. Das geht doch nicht. Gut. Ich beende an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.